Anerkennungsgebühr von vielleicht 50 Cent, wäre das auch noch akzeptabel? Auch noch akzeptabel ist unter bestimmten Bedingungen die Wiederverwendung, urteilen Forscher aus Münster. Die FFP2-Maske nur einen Tag tragen, sie anschließend eine Woche beiseite legen. Potenzielle Viren verlieren so ihre Infektiosität. Und beim Maskenkauf gilt, Preise checken, um nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch den Geldbeutel zu schützen. Österreich ist schon einen Schritt weiter. Hier gilt die FFP2-Maskenpflicht nun landesweit. Mehr in unserem Corona-Ticker. Österreich bleibt weiter im Lockdown bis zum 7. Februar. Gastronomie und Hotels müssen sogar bis Ende Februar geschlossen bleiben. Verantwortlich dafür ist laut Kanzler Kurz die Mutation des Virus, die nun im Land angekommen sei. Neben der FFP2-Maskenpflicht.